mir ist der Sport wirklich sehr wichtig. Es macht einfach Spaß, weil ich habe hier meine Freunde. Das bestimmt eigentlich auch mein Tagesablauf. Auch wenn es noch andere Sachen in meinem Leben gibt, wie Studium und auch Freunde außerhalb vom Sport, ist es doch, denke ich, das Wichtigste. Luise ist eine sehr, sehr ehrgeizige Athletin, Spielerin, die eigentlich im Training immer 100% gibt. Ja, also ich muss sie eigentlich immer eher bremsen, als sie zu motivieren. Sie kommt immer voll motiviert ins Training und es ist sehr leicht, mit ihr zu arbeiten. Am meisten motiviert mich eigentlich der Spaß daran. Also es macht mir Spaß zu trainieren, mich weiterzuentwickeln und auch meine eigenen Erfolge zu sehen. Also man hat ein Ziel vor Augen, man kann sich selbst weiterentwickeln und das ist, denke ich, am wichtigsten. Als Vorbild habe ich auf jeden Fall hier in Deutschland die Karin Schnase. Das ist einfach schön, sie hier im Training zu sehen, also wie sie trainiert, wie sie mit den anderen Menschen umgeht. Das ist auch schon ein Vorbild. Und in der Weltspitze auf jeden Fall Carolina Marin, die Spanierin, die Weltmeisterin wurde. Also mit der mal trainieren, das wäre echt gut. Meine Ziele in der nächsten Zeit, die Team-Europameisterschaften. Da möchten wir auch auf jeden Fall gut auftreten und möchte ich auch meine Leistung abrufen. Und langfristig gesehen möchte ich auf jeden Fall in die Weltspitze und zu Olympia. Die Frage, ob man in der Weltspitze ankommt, ist natürlich jetzt schwer zu beantworten. Aber sie ist auf jeden Fall eins unserer Top-Talente, die wir im Dameneinzel haben. Der Weg an die Weltspitze ist man braucht einen sehr langen Atem, um da anzukommen. Aber Luise bringt alles mit, um vielleicht dorthin zu kommen. Ich denke, die Chance ist da. Sie braucht natürlich Geduld. Was Luise manchmal ein bisschen schwerfällt, dann ist sie für mich eine, die auf jeden Fall den Schritt nach vorne machen kann und vielleicht auch sogar mal in der Weltspitze ankommt.